Ich würde sagen, wir gehen rein, meine lieben Freunde. Ich freue mich so darauf zu reagieren, ne? Ehrlich, es kommt seltenst vor, dass ich mich so sehr auf ein Video freue. Und jetzt ist es mal wieder der Fall. Denn, meine lieben Freunde, wir reagieren jetzt zusammen auf das neue Geisterjagd-Video von Xander Stories. Eine paranormale Untersuchung von ihm. Geisterjagd und Hilfeschreie. Also da bin ich auch gespannt, was damit gemeint ist. Aus Erdloch im Wald. Vor allem Erdloch im Wald. Geisteskrank. Ich habe ein bisschen durchgespult, weil ich einfach, ich konnte es nicht abwarten. Ich habe den Anfang geguckt und ein bisschen durchgespult. Habe auch schon einen Kommentar da mal da gelassen. Und jetzt werden wir zusammen darauf reagieren. Oh, guck mal, ich kotze fast, weil ich so aufgeregt bin. Nein, ich hatte einfach nur Luft im Magen. Los geht's. Xander Stories. Und übrigens, Leute, ich kann auch jetzt schon verraten, es ist auch sehr, sehr bald wieder was mit Xander geplant. Wir sind zusammen am Plan, wir sind zusammen am Machen. Es wird auch wieder ein Mysteries mit Xander entstehen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Bevor es losgeht. Ich zeige euch heute meine Aufnahmen einer weiteren paranormalen Untersuchung. Mir ist es sehr wichtig zu sagen, dass ich keine der Szenen als 100% paranormal darstelle. Bester Mann, so wie ich es auch tue. Ich nehme euch mit auf dieses Abenteuer. Die Interpretation der Ereignisse überlasse ich euch. Einfach, das ist für mich authentisch. Und nicht diese amerikanischen Geistervideos, wo irgendwelche kranken Sachen passieren und die mega abgehen und da meinen, da ist irgendein Dämon. Ich muss einfach Shoutout geben. Das klingt wie Schleim oder so, aber ich muss Shoutout geben. Weil das ist für mich die Definition von einem guten Geister-YouTuber. Punkt. Ist einfach so. Das ist für mich authentisch. Der Ort der heutigen Folge unterscheidet sich stark von der letzten. Es sind wieder einmal wirklich seltsame Dinge passiert. Okay, ein Wald. Xander macht es mit Leidenschaft, das merkt man. Finde ich auch. Ich finde, er hat auch so viel Schnitttechnik Die Polizei und Einsatz in diesem Waldstück schon seit Stunden. Suche nach vermisster Person in einem Waldstück. Die Suche, die nun schon einen ganzen Tag andauert, führte bisher zu keinem Ergebnis. Mysteriöse Hilferufe aus Erdloch. Suchen das Gebiet mit Baggern und einem Spürhund. Bisher konnte man keine Personen finden, doch die Suche dauert weiter. Anwohner erinnern sich derzeit an ein Verbrechen, welches sich ebenfalls... Ende der 80er Jahre wurde in diesem Wald ein junges Mädchen getötet. Können wir darüber reden, wie geil das jetzt schon ist. Ich schwör's, ich muss es zeigen. Ich hab Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Seht ihr es? Ich hab Gänsehaut. Das muss man einfach mal schaffen. Das in der ersten Minute des Videos. Es ist quasi mitten in der Nacht. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein neues, kleines Abenteuer. Ihr habt lange darauf gewartet. Also lehnt euch zurück und wir starten gemeinsam in die heutige Folge. An einem milden Sommerabend führt es uns diesmal ans Meer. Eine Region, welche besonders im warmen Licht der Abendsonne mit einer leichten Brise und dem Rauschen der Wellen eine angenehme Ruhe ausstrahlt und augenscheinlich wenig Raum für all die Dinge lässt, mit denen wir uns hier auf dem Kanal sonst so beschäftigen. Doch dieser Schein trügt, denn auch an den schönsten Orten und in den lebendigsten Gegenden findet sich immer ein Pfad in die Vergangenheit. Junge, was hat der da für Aufnahmen? Xander, hast du ein Boot oder was? Hast du ein Boot oder wie kommst du an solche geilen Drohnenaufnahmen, Mann? Oder eine Verbindung zu Ereignissen, die dort mal stattfanden und auf vergangene Zeiten zurückschließen lassen. Und so führt uns genau solch ein Pfad heute in einen Wald direkt am Meer, welcher so einige Geheimnisse und Geschichten bereithält. Und als wollte uns das Schicksal eine passende Atmosphäre verschaffen, zog am Horizont plötzlich ein dichter Nebel auf, der begleitet von der beginnenden Abenddämmerung dafür sorgte, dass der Wald, in welchen wir uns begeben wollten, nach und nach in eine unheimliche Dunkelheit getaucht wurde. Und genau dort beginnt die heutige Folge. Ehrlich, wie er schon sagt, er hat so eine
beruhigende, aber atmosphärische Stimme oder was einfach so geil zu diesen Aufnahmen passt. Ne? Alex, wenn du das hier siehst, lass auf jeden Fall auch diese Einleitung und so. Das machst du genau richtig so. So gut gemacht. Richtig, richtig geil. Ich glaube nicht, dass es alles Stock-Footage ist. Ich glaube auch, dass er viel selber aufgenommen hat. Das weiß ich, weil auch bei den letzten Videos, da hat er auch wirklich, ich glaube sogar alles selber aufgenommen, ne? Weiß jetzt nicht, ob die Bootaufnahmen, ob das Stock-Footage war, auch beim letzten Mal, ja. Er hat selber eine Drohne, er hat sie auch, meine ich, sogar gecrashed für ein Video. Eigentlich ganz, ganz interessant, weil an der Stelle, wo er sie gecrashed hat, das war nämlich bei diesem alten Schloss, wo wir auch eine PU gemacht haben, und ich habe meine Drohne auch dort gecrashed. Also auch könnte schon ein bisschen gruselig sein, aber ja, die Aufnahmen sind, denke ich, zumindest selber von ihm gemacht. Also Freunde, es ist endlich soweit. Wir begeben uns ein weiteres Mal auf eine paranormale Untersuchung. Heute an einem ganz anderen Ort als die letzten Male. Wir befinden uns jetzt hier schon in einem Waldstück. Und wieso gerade dieser Wald sich so sehr für unsere Geisterjagd eignet, das schauen wir uns jetzt genauer an. Direkt hinter einem kleinen Segelhafen und einem Badestrand liegt der Wald, in welchem wir uns diese Nacht bewegen wollen. Das Gelände birgt eine lange und teils sehr düstere Geschichte. Im Mittelalter soll an genau der Stelle, an der heute der Wald liegt, ein kleines Dorf mit dem Namen Hook's Hole existiert haben. Doch dann brach dort eine Seuche aus, welche in kürzester Zeit die gesamte Dorfgemeinschaft tötete, bis der Ort völlig leer war. Das Dorf verschwand und wurde vergessen, woraufhin sich mit der Zeit ein Wald auf dem Massengrab der Dorfbewohner ausbreitete und immer dichter zusammenwuchs. Viele Jahrhunderte später, Ende der 1920er Jahre, errichtete man einige Aussichtspunkte und einen Wanderweg inmitten des Waldes. Und kurz nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutschland kaufte die deutsche Marine das Gelände auf, um dort unterirdische Öltanks zu errichten. Dabei baute man eine große Anlage mit Bunkern, Lagerräumen und zahlreichen Verbindungen, welche sich wie ein Netz im Untergrund unter der Erde des Waldes erstreckten. Nach dem Krieg wurde der größte Teil der Anlage gesprengt und Anwohner des anliegenden Ortes füllten viele der entstandenen Löcher mit Hausmüll, bevor sie diese zudeckten. Einer der großen Öltanks ist heute noch zu erkennen, auch wenn er zum Teil eingestürzt und mittlerweile mit Wasser gefüllt ist und daher eher wie ein kleiner Teich anmutet. Doch das gesamte Konstrukt ist künstlich. Seht ihr, die Aufnahme hat er selber gemacht? Ey, kranke Story auch, ne? Angelegt und kann gerade in der Dunkelheit zur tödlichen Falle für alles werden, was im Wald umhergeht. Im Mai 1987 fand man in diesem Wald die Leiche eines jungen Mädchens, welches hier Opfer des Verbrechens eines Serienmörders wurde, der es auf junge Frauen abgesehen hatte. Das Mädchen starb hier einsam und qualvoll in der Dunkelheit und ihr Fall sorgte für große Betroffenheit und Angst in der Stadt. Erst 2011 konnte er aufgeklärt werden, der Mörder ist allerdings schon vor fast 20 Jahren im Gefängnis verstorben. Diese wahre Geschichte ist noch heute ein Grund, weshalb viele den Wald in der Dunkelheit meiden. Und dann, ganz plötzlich, vor gerade einmal 2 Monaten, kam es hier zu einem wirklich seltsamen Vorfall, der es sofort in sämtliche Nachrichten schaffte. Spaziergänger, die hier ein Video drehten, hörten verzweifelte Hilfeschreie aus einem 10 Meter tiefen Erdloch, welches zu einer der alten Bunkeranlagen gehörte, und verständigten daraufhin die Polizei, welche sich sofort mit einem Großaufgebot an Rettungskräften und Bergungsarbeitern der Feuerwehr durch den Wald kämpfte und eine Suchaktion und Grabung startete, um die eventuell verschüttete Person zu finden. Was? Alter, das kannst du dir kaum vorstellen. Real Talk. Am Anfang denkt man sich so, okay, ein Erdloch, was ist daran gruselig, ne? Aber jetzt, wo er die Geschichte dazu erzählt, denkst du dir einfach, Alter, das ist teilweise krasser als echt irgendein Lost Place oder sonst was. Das ist so, das ist die Definition von einem Spukort. Ist einfach so. Die Suche dauerte die gesamte Nacht an, doch man konnte niemanden finden. Die Verantwortlichen der Feuerwehr berichteten, dass ihnen beim Anschauen des Videos ein kalter Schauer über den Rücken lief, als sie die Schreie aus der Erde hören konnten. Die Theorie ist, dass sich hier vielleicht ein Loch nach einem kleinen Erdrutsch aufgetan haben könnte und eine Person vergraben hat. Aber wo ist diese Person? Man konnte selbst unter größten Anstrengungen nichts finden. Was ist hier passiert? Woher kamen diese Schreie? Wir suchen heute nach genau dieser Stelle und begeben uns in die Dunkelheit der Nacht, in den unheimlichen Wald, auf der Suche nach Antworten. Und dem Übernatürlichen. Gruselig, ehrlich. Das ist ehrlich gruselig. Also da muss ich auch wirklich sagen, hätte ich echt Angst, da in den nachts in den Wald zu gehen. Da wird mir richtig die Pumpe geben, obwohl es nur ein Wald ist. Also Leute, mittlerweile ist die Nacht angebrochen und wir stehen direkt am Waldeingang. Vor uns, ja, türmt sich ein Berg auf,
und dahinter absolute Dunkelheit. Wir werden uns jetzt hineinwagen und starten damit unser kleines Abenteuer. Ich nehme euch mit und wir sind gespannt, was heute passieren wird. Man sieht hier, wie weit dieser Weg einfach auf den Berg hochgeht. Ich hoffe, die Kamera kann das überhaupt irgendwie festhalten. Man sieht, da oben verschwindet die Treppe so langsam im Dickicht. Und genau da wollen wir jetzt hin. Die Grillen werden lauter, die Mücken werden mehr. Und alle Hintergrundgeräusche werden nach und nach hier irgendwie vom Wald verschluckt. Das wird echt unheimlich heute Nacht. Ich bin gespannt, was das so mit sich bringt. Hier sieht das schon richtig verwunschen aus, hier oben alles zugewachsen. Ich befürchte, man kann wirklich fast nichts erkennen auf der Kamera. Es ist so eine Dunkelheit. Okay, da vorne Slenderman scheint Wald. Eine Bank ja. zu sein. Und da hinten geht die Treppe sogar noch weiter. Okay, jetzt haben wir hier wieder die Qual der Wahl. Rechts oder links hoch. Beides ist relativ steil. Beides kann man kaum erkennen. Hier fliegen auch schon überall Fledermäuse hin und her. Ey, man kann es auf der Kamera wirklich fast nicht erkennen. Ich hoffe, dass ich da nachträglich noch so ein bisschen was aufhellen kann. Sonst habt ihr ja überhaupt nichts von den Aufnahmen. Ich denke mal, das gibt sich, wenn wir im dichteren Wald sind. Wenn dann da mehr Bäume das Licht reflektieren können. Ich würde mal sagen, wir gehen hier jetzt einfach mal hoch und gucken, was hier kommt. Also Leute, der Wald wird immer dichter. Wir gehen immer tiefer in das Waldstück hinein und sind schon völlig von der Zivilisation verschwunden. Also wenn hier jetzt irgendwas passiert, dann dauert das eine ganze Weile, bis man uns findet. Boah, hier ist so ein richtiger... Guck mal, hier ist so ein richtiger Nebel. Auf einmal. Hier wird es auch kühler schon. Ich warte nur darauf, dass man so später in die Kommentare guckt und irgendjemand wirklich so einen Slenderman irgendwo hat stehen sehen oder so. So ein Stacheldrahtzaun, das heißt, in die Richtung glaube ich nicht. Ich würde in die Richtung gehen. Also Leute, wir haben jetzt hier tatsächlich, ich hoffe man kann es halbwegs erkennen, ganz, ganz dicke Reifenspuren gefunden. Und das sieht sehr verdächtig danach aus, als wenn hier die Einsatzfahrzeuge zur Grabungsstelle gefahren sind, wo man nach den Bunkeranlagen und vor allem nach den vermeintlichen Hilferufen einer vermissten Person gesucht hat. Und die führen jetzt hier tatsächlich immer weiter in die Dunkelheit des Waldes. Und wir folgen jetzt einfach den Reifenspuren, die die Einsatzfahrzeuge hier damals hinterlassen haben. Es ist jetzt gut 2 Monate her. Das heißt, das kommt tatsächlich hin. Ein wenig Gestrüpp liegt drüber, aber man kann die Reifenspuren auf jeden Fall noch deutlich erkennen. Und ich bin gespannt, wie weit wir denen jetzt folgen müssen. Also ganz klar, THW. Hast du die auch gehört? Hier knackt es auch richtig. Also ich habe, weil ich gerade gesprochen habe... Also Leute, da hinten spaziert gerade ein Reh. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich denke nicht. Aber da schleicht das Reh gerade durch den Wald und ich habe gerade das Gefühl, das hat uns nicht mal bemerkt. Obwohl wir es gerade anleuchten, aber es scheint davon nicht gestört zu werden. Ja. Da schleicht da hinten durchs Gehölz. Obwohl es nur ein Tier ist, ist diese ganze Atmosphäre da schon ganz, ganz komisch gruselig irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Also, mich packt dieses Video komplett. Ich fühle mich gerade, als würde ich da mit ihnen im Wald stehen. Da hinten waren gerade wieder... Oh, da sind richtig viele... Alter, siehst du das? Da waren bestimmt gerade 10 Fledermäuse, die da einfach lang geflogen sind. Ich schätze, da hinten fällt auch Reh. Also Leute, nicht jedes Geräusch... Ehrlich so. Das war kein Reh, das war Chupacabra. Ey, das ist so 2012 oder so, Chupacabra, ne? Für etwas Paranormales halten, im Wald erzählt man sich, gibt es tatsächlich auch mitunter mal Tiere. Und so haben wir jetzt gerade auch ein Reh entdeckt.
Ich muss gerade so ein bisschen aufpassen, weil das hier extrem matschig wird. Rechts und links sind die Reifenspuren, jetzt kann man sie wirklich erkennen, schon mit Regenwasser gefüllt. Boah, hier quillt das Wasser schon richtig unter den Füßen. Hier muss man echt ein bisschen aufpassen. Ich versuche die Kamera laufen zu lassen. Genau wie Egbert, weiße Schuhe. Ey, ich kann sowas nie sehen. Ah, es tut mir richtig weh anzusehen. Falls irgendwas passieren sollte, aber ich muss mich mal kurz konzentrieren, mich jetzt hier nicht abzupacken. Ich hoffe nur, dass uns gleich nicht noch ein Reh direkt vors Gesicht läuft, weil wir das hier irgendwo aufscheuchen. Ich weiß halt auch nicht, ob wir da hinten überhaupt durchkommen. Das wird ja immer schlimmer hier. Der Träumer 192, sagen, danke dir für dein Abo. Was war das? Ich weiß auch gehört. Ja, ne? Oh, guck mal, hier hat man gar nicht gesehen, diese Stacheldrahtzäune wieder. Das klang auch wie Schritte, ne? Mitte. Wir haben jetzt gerade alle unsere Lichter ausgeschaltet, um einfach mal die Atmosphäre auf uns wirken zu lassen. Und es ist echt verblüffend, wie viel Geräusche man hier im Wald hört. Aber eben gerade, kurz vor Starten der Aufnahme, hat man etwas gehört, was sich absolut angehört hat wie Schritte. Aber die waren relativ schwer, ne? Also es hat richtig gut geknackt. Jetzt hat es gerade wieder aufgehört. Eine PU im Wald ist natürlich immer schwierig in dem Sinne, dass man sich schnell verrückt machen kann mit Geräuschen. Ne? Ich kenn's selber. Dann hörst du hier was, du hörst da was. Am schlimmsten ist es noch, wenn es regnet oder geregnet hat. Dann denkst du das noch mehr. Also gerade nachts im Wald kann auch viel mal täuschen. Also wir haben jetzt hier an dem Wanderweg einen kleinen Trampelpfad entdeckt, der hier mitten in den Wald führt. Und wir vermuten, zumindest lässt Google Maps darauf schließen, dass man von hier in Richtung des alten Öltanks kommt. Boah, was war das? Ein Astro gefallen. Ja. Das meine ich. Da fällt einfach mal eben irgendein Ast runter oder so. Man denkt, da steht jetzt jemand. Das ist so krass. Am schlimmsten ist, wenn es plötzlich totenstill wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe auch das Gefühl, das ist bei dem Video hier so. Hier ist ein Zaun. Und der wurde platt getreten. Ich weiß nicht. Ja, gucken wir nicht weiter das Video. Hausfriedensbruch. Sowas gucke ich mir nicht an. Was soll das? Alex, ich bin schwerstens enttäuscht von dir. Zeigst dir deine illegalen Aktivitäten. Da sind keine paranormalen Aktivitäten zu sehen, sondern nur illegale. Hausfriedensbruch, Anzeige ist raus. Ich ruf an. So. Wer hier jetzt sind, hier muss man. Alter. Hier muss man richtig aufpassen. Hier geht's direkt. Kleiner Funfact: Machen wir uns nichts vor. Wir alle überwinden auch manchmal Zäune oder Loch im Zaun oder sonst was. Ich schneide sowas sicherheitshalber immer aus den Videos raus. Ne? Sollte man grundsätzlich nicht machen. Aber wir alle wissen, dass man das durchaus mal macht. Um auf Nummer sicher zu gehen, schneide ich sowas halt immer raus, wie man irgendwo reinkommt oder so. Direkt runter ins Wasser. Hier ist dieser riesige Tank. Da ist in der Mitte eine kleine Insel. Und man hört es auch plätschern. Nee. Das waren Schritte. Das waren Schritte, ne? Und Wasser. Klingt, als wenn jemand durchs Wasser warten würde. Was war das? Das könnte eine Eule gewesen sein. Das klang wie Flügelschläge. Ich glaube, es sind noch Menschen auch in der Nähe. Das kann auch sein. Man kann auf jeden Fall auf der Kamera mal wieder nicht erkennen, dass es hier gut 8 Meter in die Tiefe geht und da ganz unten einfach das Wasser steht. Das ist von Alex, das Video, richtig. Also hier ist ein Trampelpfad, aber ich weiß nicht, ob man sich das trauen sollte. Ja. Aber hier muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Weil wenn du hier nach links runterfällst, bist du weg. Ey, wollen wir hier wirklich lang? Das
so gefährlich? Weil jeder Tritt ist hier direkt am Abhang. Hier geht's halt straight runter. Ist zu gefährlich? Ich glaube ja. Boah. Wir können sonst nochmal rumgehen und auf eine andere Seite, aber ich glaube, hier ist es echt zu gefährlich zu vorgehen. Ja. Also Leute, das war gerade definitiv zu gefährlich, da weiterzulaufen. Wir gehen jetzt nochmal auf die andere Seite und gucken, ob wir von dort noch näher rankommen. Aber da ging es so steil ins Wasser runter. Ein falscher Schritt und man ist wirklich weg. Deshalb versuchen wir es jetzt nochmal von der anderen Seite. Also Leute, ich bin jetzt nochmal aufs Handy umgestiegen, weil das tatsächlich sogar mehr einfängt als die Kamera, was mich sehr überrascht. Aber ich habe jetzt zumindest hier auf dem Display das Gefühl, man kann mehr erkennen. Deshalb versuchen wir das jetzt nochmal kurz mit dem Handy. Das ist natürlich ein bisschen verwackelt, aber zumindest seht ihr ein wenig mehr vom Wald, beziehungsweise hier in diesem Fall jetzt vom... Ey, Anja Devil Inside, ich lese gerade deinen Kommentar. Das klingt ultra krank. Also sie schreibt, meine Eltern haben einen Garten, der auch ziemlich abgelegen ist vom Dorf. Da muss man erstmal ein Stück durch den Wald, bevor du zum Garten kommst. Ich war ca. 14, als ich mit meinem Bruder und Cousin, der 10 Jahre älter ist, dort mal übernachtet habe. Haben Musik gehört, ich weiß sogar noch, dass es Green Days neues Album war. Beste, guter Musikgeschmack. Jedenfalls haben wir alle drei ein kleines Mädchen gehört, das nach seiner Mama rief. Natürlich haben wir nachgeschaut, aber da war nichts. Kein Auto, keine Menschen weit und breit, nur diese Rufen. Wir bekamen es so mit der Angst, glaube ich dir. Anja, schreib mir gerne mal eine E-Mail, wenn du Interesse daran hast, dass man mal deine Sache noch mal ein bisschen näher auf den Grund geht. Das klingt ultra spannend. Ultra spannend. Wanderweg, auf dem wir uns noch befinden. Eben waren wir ja mitten im Wald. Hier sieht es auch wieder aus, als wenn hier ein Trampelpfad reingeht. Wollen wir den einfach mal laufen? Ja, warum nicht? Dann geht es jetzt hier mal tiefer ins Gehölz wieder. Rein theoretisch. Jetzt, das ist schon wieder Phasmophobia-Style. Das sieht so original nach Phasmophobia aus. So mit der Taschenlampe da durchlaufen, durchs Gestrüpp. Geil. Ist ja auch wieder in Richtung der Tankanlage. Wir sind jetzt dem Weg gefolgt und hier sind so ein paar Pfosten auf einmal im Wald. Und wir haben jetzt hier fast die Befürchtung, dass wir uns hier auf einem Grundstück befinden. Was aber ganz seltsam ist, mitten im Wald dieser kleine Trampelpfad, da vorne ist ein Zaun. Okay, hör. Gucken mal, wo es hier hingeht. Super, Anja, danke. Der Zaun ist auch wieder runtergetrampelt. Aber ein ganzes Stück. Ich weiß nicht, wo es da hingeht. Hier geht es auch lang. Wir können ja mal hier gucken. Hast du es gehört? Ist auch relativ laut. Ich vermute tatsächlich, dass direkt dahinter der Tank ist, weil das auch so rundförmig ist. Black Pulsar Production safe, also das machen wir auch sowieso immer. Handys ausmachen, gar keine Frage. Oder zumindest, wenn du zum Beispiel die Ghost Tube App benutzt, auf dem Handy auch Flugmodus rein. Oh, hier ist eine Öffnung. Unheimlich, aber wirklich. Mal ein Schild. Was mal drauf stand, kann man nicht mehr erkennen. Oh, ich glaube, das ist die Stelle. Wir haben den Grabungsort gefunden. Ja, haben wir. Alter. Boah, das ist schon unheimlich, wenn man das hier so sieht. Oh mein Gott. Ich habe definitiv gelesen, dass genau an dieser Stelle auch nach Sprengung der Bunkeranlagen in die Löcher total viel Hausmüll gegeben wurde, den man jetzt bei den Grabungsarbeiten wieder an die Oberfläche geholt hat. Und hier kann man auf jeden Fall erkennen, hier wurde richtig gegraben. Ich weiß nicht, ihr werdet im Video die Aufnahmen schon gesehen haben.
Die haben sich hier bis zu 10 Meter in die Erde gegraben und das jetzt wieder alles wieder zugeschüttet. Das heißt, wir stehen praktisch jetzt gerade direkt über den alten Bunkeranlagen, die dann Gänge und Löcher der alten Bunkeranlage freigeben. Okay. Was dann ja auch der Theorie nach eventuell der Grund dafür sein könnte, dass jemand... Das klang wirklich wie ein Schritt, oder? Ja. Hör auf, war direkt jetzt reicht's. Neben uns. Aber letztendlich ist ja der Theorie nach genau das passiert. Ich schwör's euch, das Gänsehaut. Könnte sein, die ganze Zeit Gänsehaut. Jemand hier im Wald spazieren gegangen ist oder was auch immer er hier getrieben hat und sich dann so ein Loch aufgetan hat und diese Person verschüttet wurde und dann um Hilfe gerufen hat und genau diese Hilfeschreie dann erhört wurden, nur dass man die Person leider nicht finden konnte. Und die Vorstellung, hier mitten im Wald ganz alleine vergraben zu werden, ist schon ganz schön unheimlich. Also Leute, wir haben uns jetzt direkt hier an die Stelle gestellt, wo damals die Einsatzkräfte nach der vermeintlich verschütteten Person gesucht haben. Und wir wollen jetzt einen ersten Kontakt aufbauen und eventuell mit möglichen Präsenzen, die sich hier in diesem Wald befinden, sprechen. Untersuchung. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's erst los, ey. Ich habe sonst hier noch ein anderes Gerät in meiner Hand. Vielleicht gefällt dir das mehr. Das nennt sich K2M. Verurteilt. Verurteilt. Gut. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du mit uns sprechen möchtest und dich tatsächlich über unsere Geräte meldest. Mein Herz. Wenn das okay ist, dann werden wir jetzt einfach anfangen, uns ein wenig mit dir zu unterhalten. Ich stelle dir jetzt einfach mal eine ganz direkte Frage. Kannst du uns mit vielleicht einigen Worten verraten, inwiefern du mit diesem Ort in Verbindung stehst? Gibt es irgendeinen Zusammenhang, weshalb du hier bist heute Nacht? Die Audiostörung kann ich mir nicht erklären. Das hat die Kamera noch nie gemacht. Interessant auf jeden Fall. Typischer Fall von, dass die Technik wieder verrückt spielt. Auch so ein bisschen vorsichtig entlang gehen. Respektlos. Okay, wenn wir uns in irgendeiner Form... Okay, respektlos hatten wir auch schon mal. Respektlos verhalten. Vielleicht, dass wir hier rübergehen? Genau, vielleicht... Allein schon durch die Tatsache, dass wir uns jetzt hier gerade auf diesem Berg bewegen und hier hinübersteigen. Vielleicht empfindest du das auch schon als respektlos. Wenn dem so ist, dann sag uns das bitte einfach. Wir möchten weder respektlos sein, noch kommen wir mit bösen Absichten. Wir möchten gerne etwas über dich erfahren und uns einfach unterhalten. Wenn du das aber nicht möchtest und dich hier von uns beleidigt fühlst, dann ist das vollkommen okay. Du kannst es uns ganz offen und ehrlich sagen. Ich mache jetzt das K2-Meter zusätzlich an. Das ist ein kleines Gerät. Das hat hier so ein paar Lampen. Die kannst du eventuell aufleuchten lassen. Wenn du hier bist und dich nochmal melden kannst, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du eine dieser Lampen aufleuchten lassen könntest. Da von rechts hört man auch Schritte. Oder so zumindest ein Knistern. Ja. Wenn du das warst, dann kannst du uns vielleicht noch ein lauteres Zeichen geben. Heimat. Heimat. Befinden wir uns jetzt gerade in deiner Heimat? Kommst du? Sie sind hier. Ja, es hat kurz ausgeleuchtet, aufgeleuchtet. Und genau in dem Moment wurde gesagt, sie sind hier. Aber das war nur... Nur die, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob das vielleicht durch irgendwelchen anderen Kram passieren kann, durch die Bewegung vielleicht. Eigentlich nicht. Das war zumindest ganz leicht, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob auf der Kamera, ob das sichtbar war. Das habe ich nur ganz, ganz kurz. Oh, die Tiere werden immer mehr... Oh, Alter, hast du die Fledermaus gesehen? Ja. Die war direkt über meinem Kopf. Ich glaube, ich filme auch nicht auf die Mal, aber nur. So, jetzt bist du wieder komplett zu sehen. Boah, die kommen wirklich an uns ran, ne?
Ich meine, er ist nachts im Sommer im Wald. Ja, da werden viele Insekten sein, aber trotzdem sind Insekten ja auch ein Zeichen für paranormale Aktivität. Ja, das ist mir nicht mehr so ganz geheuer. Das wird gerade richtig unheimlich von überall Geräusche. Die Fledermaus, die ist übel nah. Immer näher an den Kopf kommt. Haus. Und eben gerade wurde gesagt, sie sind hier. Boah. Entschuldigung. Das war ehrlich nicht absichtlich. Ich schwör's euch, Lea meckert mich auch mal an. Ich nieß zu laut. Ich kann's nicht anders. Sorry. Ich würde noch einmal ganz kurz versuchen, auf das Wort Heimat zurückzukommen. Vielleicht befinden wir uns ja tatsächlich in deiner Heimat. Oder in deiner neuen Danke. Heimat. Vielleicht bist du irgendwie an diesen Ort gebunden. In deinem nicht mehr irdischen Dasein. Vielleicht kannst du uns erklären, inwiefern das damit zusammenhängt, warum du hier bist, warum du dich... Schalte es aus. Okay. Dann was denn aus? Das Gerät auf jeden Fall schon mal aus. Nur das Gerät oder das alles hier? Ich weiß nicht, ob das all unseren Geräten galt. Vielleicht kannst du das Ganze nochmal bestätigen. Wenn du möchtest, dass wir unsere Geräte ausstellen und wir dich stören in deinem Frieden, den du hier vielleicht sogar gefunden hast, dann sag uns das bitte und wir werden diesen Ort verlassen und dich in Ruhe lassen. Krass. Stören wir dich und sollen dich hier in Frieden lassen. Der Baum. Andere Seite. Andere Seite? Welches Datum hat... Die App ist ausgegangen. Hä? Die App ist einfach ausgegangen. Die andere Kamera ist abgestürzt. Man hört sogar, wie die App ausgeht. Vor allen Dingen, ich wollte gerade sagen, ganze Sätze, das ist der Traum eines jeden paranormalen Ermittlers. What the fuck? Ab diesem Zeitpunkt fangen unsere Geräte an, sich zu immer seltener zu verhalten. Safe. Ach du Heilige. Noch nie passiert. Das ist die, ne? Ja. Hat die jetzt noch aufgenommen? Hat die es gespeichert? Sprechen Sie mit mir. Alter. Hat die aufgenommen? Ich hoffe, sie hat es gespeichert. Kann man das irgendwo sehen? Ich glaube da. Alter. Was müsste das sein? Die sieht fragmentiert aus, ne? Sieht aus, als wäre es kaputt. Ah, ja. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Aber die andere Kamera hat es aufgenommen, nur dass man da wahrscheinlich nichts hat. Aber gehört können. Wahrscheinlich, oder? Mal sehen, was ich aus den Aufnahmen machen kann. Oh. Ich starte jetzt hier nochmal neu und erkläre das Ganze direkt. Also Leute, die App ist gerade aus dem Nichts abgestürzt. Als es gerade ziemlich unheimlich wurde und uns eine Stimme gesagt hat, auf der anderen Seite. Und wir sollen mit ihr sprechen. Und genau, dass wir mit ihr sprechen sollen. Und dann ist die App abgestürzt. Und die gesamte Aufnahme unserer ersten Kontaktaufnahme ist scheinbar kaputt. Ich werde gucken, ob ich die noch retten kann. Die andere Kamera hat glücklicherweise ja auch aufgezeichnet. Es kann nur sein, dass sie ziemlich dunkel war. Ich hoffe, dass ihr diese Aufnahme trotzdem gesehen habt. Wenn, dann habt ihr sie jetzt natürlich schon gesehen. Ansonsten werden wir jetzt noch weiter versuchen zu kommunizieren. Heftig. Das waren Schritte. Stören wir dich hier? Bist du hier verstorben? Still, ne? Dass er nicht direkt auf irgendwelche bestimmten Fragen eingeht. Leute, in so einer Situation gehen dir so viele Sachen durch den Kopf. Man versucht, irgendwelche Anhaltspunkte zu finden und so weiter. Gerade wenn da die Geräte ausgehen und so. Ich kann nachvollziehen, dass er jetzt nicht direkt wieder mit dem Datum anfängt und das Datum sagt und so weiter. Deswegen, Leon, Butter bei die Fische. Was haben Insekten mit paranormalen Aktivitäten zu tun? Man sagt, dass Insekten was mit paranormalen Aktivitäten zu tun haben sollen. Ich kann dir nicht sagen, ob es wirklich so ist. Man sagt zumindest, dass wenn irgendwo vermehrt paranormale Aktivitäten festzustellen sind, dort auch vermehrt Insekten auftauchen können, tatsächlich. Erzählt man sich so. Wie gesagt, ob da was dran ist, weiß ich nicht. Hat die Präsenz nach dem Datum gefragt? Ich muss da mal ganz kurz die Szene anhören. Der Baum. Andere Seite. Andere Seite? Welches Datum hat... Ja, welches Datum haben wir? Wird wahrscheinlich die Präsenz gefragt haben, ne? Schritte. Stören wir dich hier?
bist du hier verstorben. Auf einmal ist alles still, ne? Keine Geräusche mehr, keine Worte mehr. Die Fledermaus lässt uns in Ruhe. Ja. Es hört sich gerade ganz leise an, als würde aus der Richtung so ein ganz leichtes Flüstern kommen. Aber das ist nur eine Einbildung. Oder irgendwie rascheln von der Kamera an meinem T-Shirt. Aber das hat sich ein wenig so angehört. Hast du eventuell gerade aus dieser Richtung geflüstert? Ja, kannst du das nochmal machen? 36. Mit der Zahl können wir so alleine noch nicht. 39. Hä? Okay. Schummeln. Boah, jetzt ist er aktiv. Ja. Sprich uns einfach noch ein wenig weiter. Gänsehaut. Vielleicht können wir noch mehr davon verstehen, was du uns sagen möchtest, wenn du noch ein paar mehr Worte sprichst. Portal. Portal? Ist hier ein Portal? Warum? Ist dieser Ort vielleicht so etwas wie ein Portal? Vielleicht schon immer gewesen oder durch dieses Ereignis dazu geworden? Boah, das hört sich jetzt hier so ein richtiger... Kamera geht aus. Alter, wie viel passiert da? Das ist ehrlich krank. Die nächste Aufnahme ist leider verloren. Die App schließt sich immer wieder von selbst und wir können uns nicht erklären, warum. Das ist noch nie passiert. Aber man spricht ja immer wieder davon. Bei paranormalen Ereignissen spielt die Technik verrückt. Ich erinnere mich da nur an eine gemeinsame paranormale Untersuchung mit Leon, Berkan und Stefan. Was? Da war der Callout. Leon, Berkan und Stefan. Er ist wirklich so, ne? Da haben auch alle Geräte verrückt gespielt. Das war auch richtig krank. Leon, hättest du nicht Bock mit Berkan dorthin und eine PU zu machen? Vielleicht eine Overnight? Safe, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber jetzt ist erstmal die Bühne für Xander geöffnet, weil nicht jedes Video, wo Xander eine spannende Untersuchung dreht, muss ich direkt auch hinrennen und ein Mysteries drehen. Das ist erstmal jetzt Xanders Video und Xanders Location. Vielleicht in Zukunft grundsätzlich, ja, kann man dabei zusammen nochmal hin und vielleicht nochmal eine PU machen, ja. Was ist passiert? Vielleicht was ist passiert? Du uns was verraten, was passiert ist. Hast du mit unserer Technik gespielt? Hast du vielleicht unser Programm abstürzen lassen? Ob nun absichtlich oder auch nicht? Kamera geht aus. Krass. Krass, krass, krass. So, die Aufnahme ist jetzt gerade schon wieder abgebrochen. Die Kamera stürzt. Schon wieder ab. Was ist das? Ich kann uns nicht erklären, woran das liegt. Wir versuchen es jetzt noch einmal. Okay, wahrscheinlich Lichter, die man irgendwo durch den Wald sieht. Davon gehe ich aus. Auch durch einen tiefen Wald kann man auch, wenn in der Entfernung ein Dorf oder eine Stadt ist, die Lichter sehen. Wenn du hier bist, dann gib uns bitte jetzt ein Zeichen. Du kannst dich... Obwohl das Licht schon weird aussieht, es ist so grünlich. Wie du auch immer möchtest, bemerkbar machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn... Also wir versuchen jetzt gerade das vierte Mal eine Aufnahme zu starten. Die Kamera stürzt jedes Mal ab, das Handy geht auch aus und wir stehen jedes Mal wieder im Dunkeln da. Wir wissen nicht woran... What? Ich glaube, schlafen wird heute wirklich nichts mehr. Was ist das? So oft ist das Gerät noch nie abgestürzt, geschweige denn überhaupt irgendwann mal. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt. Wir hatten seltsam. So, ja, es ist tatsächlich... Junge, okay, I'm sold. Was ist das für... Okay... Alter, ich heul gleich. Wir hatten ähnliche Erlebnisse im Windeby Moor zusammen. Psst.
Ich weiß nicht warum, aber immer wenn Sachen passieren, die ich mir nicht mit meinem Menschenverstand erklären kann, auch so bezogen auf außerirdische Aliens, Dinge, die man nicht versteht, was passiert nach dem Tod und so weiter. Ich weiß nicht warum, mir kommen jedes Mal die Tränen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Reflex von mir oder so. Sobald irgendwie diese ganz tiefsinnigen Themen und man kann sich's nicht mehr erklären, ich muss einfach weinen. So, läuft nochmal. Die andere Kamera geht tatsächlich nicht mehr an. Der Akku war noch eigentlich ausreichend voll. Der hat zwar schon echt ordentlich gelitten, trotzdem war er noch ausreichend, um noch zu filmen. Das Gerät geht nicht mehr an. Ich hoffe, dass ich die Aufnahmen, die sind auf der Karte gespeichert, aber ich hoffe, dass ich die Kamera noch retten kann und die nicht komplett tot ist. Wir filmen jetzt nochmal mit dem Handy weiter. Ich hoffe, dass das funktioniert und die Aufnahme davon nicht abbricht und wir nochmal eine neue Session starten können. Ich frage jetzt nochmal in den Wald hinein. Bist du anwesend? Er stürzt ab. Okay, also ein letzter Versuch. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich. Ich glaube ganz klar, die Präsenz, die da ist, möchte wahrscheinlich nicht mit denen kommunizieren. Alle Zeichen sprechen dafür. Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Die Geräte spielen vollkommen verrückt. Wir haben ständig wieder eine abgebrochene Aufnahme. Ich hoffe, dass ich überhaupt welche davon verwenden kann, weil häufig die Aufnahmen dann nicht vernünftig abgespeichert werden können, wenn das Gerät abstürzt und die Aufnahme dann verloren ist. Ich werde gucken, was ich retten kann. Das ärgert mich jetzt natürlich auch sehr, weil ich euch hier mit auf Geisterjagd nehmen wollte und unsere Geräte verrückt spielen. Xander hat mir erzählt, bevor das Video rauskam, so ein bisschen was passiert ist und dass er sehr, sehr unzufrieden war mit dem Video. Dass er ja das Gefühl hat, das ist so ein bisschen eine schiefgegangene Geisterjagd. Xander, falls du das hier siehst, das ist eins der interessantesten Geisterjagd-Videos, die du bisher gemacht hast. Alleine wegen dieser ganzen Aspekte. Und ich finde, das hat auch nicht die Qualität des Videos oder so vermindert. Im Gegenteil, es ist so interessant, was gerade passiert. Und wir wissen, dass du da nicht, dass das nicht inszeniert ist oder sonst irgendwas. Und das macht es so heftig. Einfach weil das ist so eindeutig, dass da irgendwas paranormal ist, finde ich. Einfach krank. Jetzt noch einmal. Wenn sich jemand mit uns hier aufhält, dann gib uns bitte jetzt ein Zeichen. Lass bitte jetzt. Danke. Also, da die Kameras ja immer noch verrückt spielen, hoffe ich, man hat ein wenig von diesen Aussagen gerade mitbekommen. Wir haben uns gerade über den Mordfall, der sich hier ereignet hat, unterhalten. Als sich dann auf einmal die Stimme hinzugeschaltet hat und tatsächlich echt unheimliche Worte benutzt hat, die extrem damit in den Zusammenhang stehen könnten. Es fiel das Wort missbraucht, es fiel das Wort Tat und noch ein anderes Wort, was ich jetzt gerade nicht zusammengereimt bekomme. Auf jeden Fall handelt es sich bei dem Mordfall, der sich hier ereignet hat, tatsächlich auch um ein Missbrauchsverbrechen. Und das macht das Ganze gerade ziemlich. So Leute, das war leider nichts. Ich muss euch das einfach zeigen. Ich hab die ganze Zeit, seht ihr das? Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut. Wir sind jetzt gerade schon wieder auf dem Weg zurück aus dem Wald hinaus. Die Kameras und Geräte spielen einfach vollkommen verrückt. Nichts funktioniert. Die Aufnahmen brechen immer wieder ab. Die Geräte gehen aus und wir können keine vernünftige Aufnahme machen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, ob wir nochmal zurückkommen sollen und das Ganze von vorne versuchen. Aber momentan scheint es nicht zu funktionieren. Ich filme jetzt gerade nochmal mit dem Handy. Die Hauptkamera hat vollkommen den Geist aufgegeben, lässt sich auch nicht mehr anschalten. Ich werde mir angucken, was da passiert ist. Ich hoffe, dass sie noch funktioniert. Aber ich glaube, wir können so in dem Zustand nicht weiterfilmen. Wir haben uns jetzt ohne Kameras noch vernünftig verabschiedet und für die Kontakte, die wir eventuell hatten, bedankt und werden uns jetzt auf den Weg zurück machen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich werde natürlich gleich noch mal ein paar Worte an euch richten. Wir machen uns jetzt erstmal vom Acker raus aus dem Wald, so ein bisschen in Sicherheit. Hier kommen wir schon wieder an die Straße. Man sieht es im Hintergrund. Es tut mir leid, dass das jetzt nicht so funktioniert hat wie geplant. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich weiß, wie gesagt, nicht, woran es liegt.
Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Theorien sind. War es vielleicht etwas Paranormales, was Einfluss auf unsere Geräte genommen hat? Oder gibt es da einen ganz einfachen Grund? Vielleicht im Wald selbst irgendwelche Störfrequenzen? Allerdings macht das wenig Sinn, dass die Einfluss auf die Kamera haben. Wenn jetzt der Handyempfang weg wäre, den wir gar nicht gebraucht haben, aber die Kamera, die vollkommen unabhängig davon funktioniert, die dann plötzlich den Geist aufgibt, das ist schon ziemlich merkwürdig. Heftig. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf den Rückweg und ich melde mich gleich nochmal. Wir verließen daraufhin den Wald und begaben uns zurück zum Auto, wo wir unsere Gedanken sammelten. Die Kamera ließ sich auch dort nicht anschalten. Mein Handy war innerhalb kürzester Zeit auf einen minimalen Akkustand gesunken und wir konnten uns nach wie vor nicht erklären, weshalb unsere Geräte so verrückt gespielt haben. Was denkt ihr? Häufig sieht man in solchen Dingen ja den Hinweis auf mögliche paranormale Aktivitäten. Ja. Oder war das nur ein Zufall? Als ich aber zu Hause ankam und meine Sachen auspackte, leuchtete meine Kamera, die ganze Zeit nicht mehr anging, plötzlich wieder auf. Doch was haben wir dort im Wald erlebt? Woher kamen die vielen Geräusche? Natürlich gibt es Tiere, doch einige Male klang es wirklich, als würde jemand direkt neben uns umhergehen. Die größte Frage bleibt allerdings, was ist mit der vermeintlichen Person im Erdloch geschehen? Glaubt ihr, es könnte tatsächlich jemand verschüttet worden und nie gefunden worden sein? Die Vorstellung, dort im Wald auf solch eine Weise seinen Tod zu finden, ist wirklich unheimlich. Kann man so überhaupt seinen Frieden finden, wenn niemand weiß, was passiert ist und wo du bist? Ein ähnliches Schicksal ereilte das junge, ermordete Mädchen. Völlig allein, getrennt von ihrer Familie und ihren Freunden, war sie hier einem bösartigen Menschen ausgesetzt, der ihr das Leben nahm und sie hier zurückließ. Nehmen wir einmal an, es gibt etwas nach dem Tod. Wie ergeht es dann solchen Menschen, die ein solches Schicksal erleiden? Wie fühlen sie sich nach ihrem Tod? Ich würde mich freuen, eure Meinung und Gedanken dazu in den Kommentaren zu hören. Ich bedauere es sehr, dass wir diese Untersuchung mehr oder weniger abbrechen mussten, doch die Zustände mit den Geräten ließen keine vernünftigen Aufnahmen mehr zu. Ich hoffe trotzdem, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ihr für einen Moment diese andere, mysteriöse und auch unheimliche Welt abtauchen konntet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und eure vielen lieben Kommentare, die ich häufig bekomme. Solche Worte bedeuten mir wirklich viel und sie bestätigen mich darin, diese Videos für euch zu produzieren. Wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Alter, hey. Also, ey, geisteskrankes Video, wirklich. Ich bin baff. Ich bin einfach baff. Das Ende hat mir echt nochmal mich zu nachdenken angeregt. Auch mit dem, was er dann gesagt hat, dass man sich in solche Leute hineinversetzen muss, ne, die da vielleicht umgekommen sind. Einfach mega, mega gut, Leute. Ey, schaut bei ihm vorbei. So ein geiler YouTube-Kanal, so ein geiles Video. Und ey, who knows? Er musste die Untersuchung ja tatsächlich abbrechen. Vielleicht ist es ja wirklich ein Ding, wo man gemeinsam hin zurückkehren kann, um der Sache nochmal auf den Grund zu gehen. Mit mehr Equipment, mit mehr Sachen. Und wenn dann die Sachen auch nochmal verrückt spielen, dann ist das für mich der Beweis für dass da irgendwas sein muss. Wenn das nicht schon der Beweis war. Ich weiß es nicht.